Hallo Sportfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 16 Spielerkarriere mit Martin Tuvas beim FC Barcelona. Erstmal Mikro schlagen, läuft bei mir. Ja, heute ein bisschen Transferphase und natürlich die Spiele, und wir sehen gerade, ich habe gerade gesehen, wo ich gerade so auf unten auf die News geschaut habe, großes Interesse an Balotelli. Heutzutage ist das eigentlich ja nicht mehr so, dass es großes Interesse an Mario Balotelli gibt. Ja, der, was er 2010 die Deutschen rausgenommen hat in der WM. Ja, aber wir gehen erstmal weiter. Aber was ich auch noch beschlossen habe, ist einfach, weil dieses Spiel werde ich einfach simulieren, auch wenn ich spielen kann, weil ich eigentlich das hier spielen will. Ja. Aber ich werde nur einen Tag simulieren. Weil einfach, ja, das einfach viel interessanter dann ist. Irgendwie gegen Atletico finde ich interessanter, die beiden Spiele gegen Atletico. Die werde ich beide spielen. Weil die einfach viel interessanter sind als die ganzen anderen Spiele da. Was jetzt gerade sind, weil im Pokal oder so, würde ich schon gerne spielen. Und deswegen, ja, einfach mal schauen, was wir gegen Atletico Madrid dann spielen. Aber wie ich das jetzt mal sagen, wir starten rein gegen Atletico Madrid. Ex-Verein natürlich mal wieder. Beide Spiele gegen Ex-Verein, das wäre echt mal wieder spannend. Ja, kann mir das mal richtig ganz gut an. Und deswegen schauen wir mal, was wir hier so gegen Atletico Madrid reißen werden. Schauen wir mal, auf geht's. Atletico Madrid gegen den FC Barcelona im Estadio Vicente Calderón. Letzte Folge hatten wir das El Clasico. Und heute haben wir den Ex-Verein. Und wir spielen auswärts in meinem Ex-Stadion von uns. Schauen wir mal, wie die anderen Partien so ausgegangen sind. Real spielt gegen Almeria. Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Man sieht bei mir immer noch nicht das Tattoo, weil immer was Langes anhat. Das ist echt komisch, ne? Der Messi will sein Tattoo noch nicht zeigen, unser Kapitän. In den letzten drei Spielen Tore von Suarez und Oscar. Das wird ein Duell. Schauen wir mal, wie das Duell ausgehen wird. Wir starten rein. Ich bin 21. Ne, ich bin immer noch 20, sorry. Schauen wir mal, auf geht's. Wir starten jetzt rein. Atletico Madrid gegen den FC Barcelona. Schön, Messi. Messi. Nochmal abgelegt und Suarez, was machst du? Nice. Der Ball ist eigentlich drin. Suarez, was machst du, Alter? Das ist ja demütigend. Für dich. Meine Güte. Komm, Messi. Du kannst es. Messi. Will nur mal nach außen. Genau, komm. Bin auch da. Cardano. Genau. Genau. Und wieder Moya. Eieiei, was ist denn hier los? Schon wieder Moya hält hier. Komm, komm. Genau, Vidal, komm. Ja, der war gut gespielt. Richtig gut gespielt. 1-0. Und diesmal kein Ich-Jubel. Das war mal richtig gut rausgespielt. Zack, diesmal hat ihn Moya nicht. Dieses Mal hat ihn Moya nicht. Uiu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 i. Luis, komm. Luis Suarez. Eieiei, 2-0. Luis Suarez. 2-0. Ja, Suarez ein bisschen glücklich gegen Godin. Und dann hämmert der den Ball da rein. Zum 2-0.
So muss es laufen. Eieiei. So muss es doch echt laufen, Alter. 2-0 gegen Ex-Club. Abgelegt. Nicht schlecht. Nicht schlecht von Suarez. Schön abgelegt und dann wird er abgezogen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, der kommt da sogar so an, wie man ihn auch braucht. Wie man ihn braucht! Schade, Moya ist echt ein guter Keeper, Alter. So gegen Gegner halt. Im FIFA glaube ich jetzt nicht so. Aha. Oh, ich wurde ausgewechselt. Ich dachte mir so, hä, was, warum? Habe eigentlich ganz gut gespielt, aber jetzt werde ich ausgewechselt, okay. Nächstes Spiel wird ja sowieso simuliert dann. Und dann gegen Atletico und wird ihn nochmal spielen, so wie es aussieht dann. Wäre gar nicht so schlecht. Erst recht, gegen den Ex-Club zweimal zu spielen in einer Episode wäre gar nicht so scheiße. Was, Transferangebot? Ein Transferangebot bekommen. Oho. Von Man City. Nee, ich will jetzt nicht nochmal wechseln. Ich bleibe jetzt hier. Einfach, weil mir Barcelona bis jetzt ganz gut gefällt. Vielleicht könnte ich, mit der könnte ich ja, mit der Mannschaft bin ich mir sicher, dass ich die Champions League hole. Ja, bin ich mir zu 100% sicher einfach. Deswegen will ich auch nicht wegwechseln. Es wäre ein bisschen dumm, einen, der was in der Champions League eigentlich ganz gut dasteht, wegzuwechseln. Das wäre echt dumm. Sehr dumm wäre das. Wenn mich nicht alles täuscht gerade, ne? Ja, Napoli, Napoli. Und dann schauen wir mal weiter, ob es weitergeht. Je Napoli, nach Napoli hier. Uiuiui, dann spielen wir erstmal gegen Atletico. Und wir starten einfach mal direkt rein. Gegen Atletico zweimal in einer Episode. Ja, erst recht. Jetzt hat zu Hause. Und jetzt geben wir richtig Gas. Jetzt zerlegen wir Atletico. Wir haben das letzte Spiel, ich weiß es gerade gar nicht. Schauen wir mal kurz nach, wie wir gegen Atletico gespielt haben. 4-0 haben wir jetzt gewonnen, danach noch. Nach meiner Auswechslung. Wir haben 2-0 geführt und dann 2-0 Sieg, zwei Tore nochmal danach nachgelegt. Krank. Einfach nur krank. Und jetzt schauen wir mal, was wir gegen Atletico nochmal zeigen können. Auf geht's. Nochmal. Bei Atletico Madrid. Vielleicht ein bisschen scheiße, aber naja. Kann man nichts machen. Camp Nou. Der FC Barcelona gegen Atletico Madrid. Copa de España. Copa de España. Steht da. Der Copa España. Da siehst du es nicht, Copa del Rey? Madrid verliert 2-0 gegen Almeria. Krank. Und wir gewinnen 4-0 gegen Atletico. Messi jubelt, winkt den Fans zu und zeigt ihnen an. Wir gewinnen jetzt gegen Atletico Madrid. Messi, Neymar ist immer noch verletzt. Hat mich jetzt erst gerade gewundert, hey, wo ist Neymar? Aber jetzt weiß ich es wieder, er ist ja verletzt. Alessandro hat gut gespielt in den letzten Spielen, so wie es aussieht. Und hier haben wir die Aufstellung von den FC Barcelona. Hab ich letzte Folge gar nicht, letztes Spiel gar nicht gezeigt gegen Ding Atletico. Naja, schauen wir mal, was wir jetzt mal reißen können gegen Atletico Madrid. Mal out mat die Matrilenen. Matrilenen? Nee, sagt man gar nicht. Nee, sagt man nicht. Okay, die haben ein bisschen umgestellt, so wie es aussieht, ja. Schauen wir einfach mal, was Moya dieses Mal hält. Oder besser hält als davor. Aber auf geht's. Gegen Atletico Madrid. Warum? Oh, Freischuss gibt's aber noch. Okay. Eine ganz, 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 ganz klare Sache für Lionel Messi. Keine Ahnung, was der da probiert hat. Aber es funktioniert.
Es funktioniert 1-0. Mein Auge juckt mal wieder. Nice gemacht von Messi. Mit Montoya. War nice gemacht. 1-0. Uiuiui, war ich ein bisschen baff. Hier, ja, genau. Okay, da habe ich eigentlich auf das Ding von Suarez gewartet. Dass er da ein bisschen gefälliger reinstartet. So, Suarez, Rakitic. Messi auf mich und ich bringe die Flanke auf Suarez. Schade. Ach, war nicht schlecht gemacht. Keine schlechte Ballkombo. Tiki-Taka ist wieder am Start gewesen. Ah, ich hab ihn. Oh, jetzt halt auf Suarez. Suarez. Hätte noch kurz einen Ball behaupten können. Wäre ich gekommen. Komm. Iniesta. Iniesta. So. Komm. Ja, geh doch hin, meine Güte, Sergio Roberto. Geh doch hin. Aber es ist vorbei. Wir gewinnen 1-0. Dank einem Tor von mir. Aber trotzdem, wir wären ja trotzdem noch sicher weiter gewesen. Es war nicht wirklich in Gefahr. Fünfmal erstmal richtig hinsetzen. Es war nicht wirklich richtig in Gefahr, dass wir hier ausscheiden gegen Atletico. Ich bin der Man of the Match. Ich habe das entscheidende Tor gemacht. Das ist richtig gut gewesen. Ja, hier nochmal ein bisschen Statistik. Man of the Match ist Mascherano. Okay, ich habe eine 7,0 nur. Ja, ihr habt ja gesehen. Atletico hat nichts gemacht in diesen beiden Spielen. Und, oh, bei Real gibt es, glaube ich, Elfmeterschießen. Bei 2-2. Ah, ne, die haben... Stimmt, die haben 3-0 gewonnen, hä? Wahrscheinlich davor noch 2-0. Hm. Keine Ahnung. Schauen wir mal kurz nach. So. Ja, die haben 2-0 verloren. Hier haben sie 2-0. Ah ne, 2-1, okay. Okay. Ein 2-1. Ich glaube, das haben sie dann in der Falle. Ah, Neymar ist wieder zurück. Das ist wieder richtig gut für uns. Eieieiei. Neymar ist ein richtig wichtiger Spieler für uns. Das wird simuliert. Und schon mal nächste Folge, was wir nochmal im Pokal so reißen können. Weil es wird sehr wichtig in dem Pokal, richtig weiterzukommen, weil einfach der Pokal ist richtig wichtig für uns. Gegen Betis Sevilla. Ich sollte mal aufhören, die ganze Zeit so rumzuwippen, oder? Bis jetzt erst ein einziges Angebot bekommen. Wer, wir werden wieder beide Spiele spielen. Warte, dann werden wir das hier nicht spielen. Das hier spielen, das nicht, das spielen, das nicht, das spielen. Wenn es so weitergeht, wie ich denke. Wenn wir in der Champions League gegen Neapel im Achtelfinale spielen. Schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Weil ich immer ein Spiel immer aussetze, weil ich immer so ausgepowert bin. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, lasst mal eine positive Bewertung da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich verstehe mal noch nicht, warum manche Leute einfach mal bei der normalen Karriere sind meistens immer 2 Dislikes. Ich verstehe nicht, warum. Ich nehme sie auch nicht so ernst, die Dislikes jetzt gerade, ja. Weil einfach keiner was dazu schreibt. Also kann ich auch nicht verbessern. Außer die würden jetzt schreiben, ja, hör auf mit Karriere, dann... Ich mache aber trotzdem, mach schon weiter. Bis zum Ende. Dauert ja nicht mehr arg lange. Ja, und deswegen spielen wir jetzt einfach dann weiter und deswegen hätte ich jetzt sagen, Leute, lasst, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!